Hey ho, Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Lost Judgment. Ja, wir sollen ein bisschen die Zeit totschlagen. Kriegen wir doch eigentlich locker hin. Das Problem ist, den Nebenfall kann man nicht machen. Eichhörnchen haben wir drei. Später unten. Rico da oben bestimmt nochmal. Da. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal uns mit den Eichhörnchen ein bisschen anzufreunden, die nächsten hier zu suchen, bis wir mit dem Hauptfahren ein bisschen weitermachen können, denn der Robotikclub in der Schule, da können wir erstmal aktuell nichts machen, weil da ist wieder zu spät für. Ach, packe die Taxi da rum. Na gut. Hier, Fräulein, das ist verloren. So aus wie ein Lunchpaket. Hallo. Entschuldigung, das habe ich gerade gefunden. Mein Regen. Ich habe ein vierblättriges Kleeblatt. Na super. Ha, haha, ihr kriegt mich nicht. So, wir wollen. Nee. Ah, jetzt sehe ich das ja. Da ist ja mal eine Umrandung mit dabei. Meine Güte. Viel zu klein. Nie drauf geachtet. Die Sonne geht bald unter. Die Lehrerkonferenz sollte nun vorbei sein. Ja. Sollte, könnte, müsste. Oh ja. Das ist dann auch doof, wenn ich dann jedes Mal immer erstmal Kamera rausholen muss. Bild mit dem Schwänzchen. Das heißt, jetzt nehme ich mir das Hündchen. Yoshi. Da. Showa-Kämpfe, Wasser. So, das nächste Eichhörnchen haben wir hier. Das letzte holen wir dann danach. Ich hab so die Befürchtung, wir kriegen gleich dann wieder richtig auf den Sack. Das ist dann der Detektor. Kinderschuhe. Meine Füße sind dafür zu groß. Juhu, Takayuki-san. Hm? Oh, hallo Futaba-chan. Ich dachte, hier ist vielleicht noch ein Eichhörnchen, also bin ich ganz schnell hergesprintet. Aber du warst viel schneller. Stimmt, zumindest diesmal. Da fällt mir ein. Ich habe ja was für dich. Probier die mal an, ob sie dir passen. Mir passen sie nämlich definitiv nicht. Oh, okay. Dann tauschen wir gegen was ich gefunden habe, okay? Ich weiß nicht genau, was das ist. Spielstein. Ah, tja, das findest du raus, wenn du mal älter bist. Aber Tausch ist Tausch. Super, haha, das macht Spaß. Das machen wir wieder, wenn wir noch mehr Schätze finden, ja? Guter Plan. Super, bis dann. Haben wir auch. Oh, was ich gerade noch gucken wollte. Schlagwörter. Oh. Ja. Nichtsdestotrotz fahren wir erstmal hoch.
Ich habe den gar nicht. Der ist gerade. Was zur Hölle? Das Moped, muss ich gerade sagen, Motorrad, Moped komplett zerstört. Mich wundert es aber, dass ich irgendwie hier nicht so wirklich so ein Eichhörnchen sehe, ne? Also vielleicht in den Nebendingern, aber... Oh nein. Wenigstens kann sich mal die Polizei nicht. Der Kampf war doch ganz schön lange. Ich muss allgemein sagen, im Vergleich zu Normal Judgment sind die Polizisten ja ziemlich spät dran, wenn die überhaupt hier mal kommen. Danke. Zuhören, ne? Das geht im Moment nicht. Ah. Dieses Eichhörnchen empfängt eine Übertragung. Noch interessant gemacht. Bingo. Kokokarada. Bingo. Hanno Chikaizo. Dieser Eichhörnchen geht mit einem Insekt spazieren. Was? Boah, krass. Kitana. Yoshi, yoshi. Das heißt, da gibt's ja aber diesmal was Besseres, oder? Dekashitazo. Hat das gefunden. Booster für Angriff und Verteidigung.
Muss ich mal gucken. Nur ein Armband, naja. 3%. Angriff, Verteidigung 5%. Nehmen wir. So, dann wird es jetzt Zeit, Richtung der das komische Detektivbüro hier. Der schlechte Detektiv. Und danach machen wir weiter mit dem Hauptfall. Gucken, ob wir das alles noch in die Folge kriegen. Das wird immer wieder so knapp in den Dingern. Ich fühle mir sicher, hinten gibt es irgendwo auch da noch ein Eichhörnchen. Vielleicht besorge ich mir ja mal eine Karte dazu. Und dann gehe ich die ganzen Teile mal ab. Halt, meine Katzen! Wer bist du? Oh ja, du müsstest links gewesen sein. Na, Maika. Nee, du bist der Boss. Tinker? Nee, doch, Muff. Ach, verdammt, es war doch links. Ich hab's gewusst. Ich hab die doch so gut wie alle immer links gemacht. So also zwei Stück, glaube ich. So, ein Rauschen soll es hier geben. Die Richtung, okay. Unten? Aus der Kanalisation, das ist mal interessant. Oh, ein Eichhörnchen. Da stehen Zahlen, ja, wo ist die 1? In der Regel, was ist die 3? Nanda, Konoeva. Ja, wo ist die 1, ne? Vielleicht auf der anderen Seite. Ach, das ist doch wieder Mist, so ein Scheiß hier. Wenn es die 1 gibt, muss es doch irgendwo auf die 2. Ah, hier. Ja, das reicht hier zu. Fliegt und zeigt in eine bestimmte Richtung. Ah, da oben. Heißt, da muss mit der Drohne ran. Ne, Drohne, Drohne, Drohne. Wo ist meine Drohne? Ah, hier. Skillgeheimtechnik, nebiger Wurf oder Schlängelschlange, ah ja. Gehört zur Schlange, cool. So, einmal speichern, weil wir sind ja mit dem Nebenfall hier fast hoffentlich mal durch mit dem Detektiv. Skills, Schlängelschlange. Geheime Schlange. Umkehrangriff. Ja, hier, nebliger Wurf. Zambok, okay.
Naja, soll's. Wir haben auf jeden Fall dann noch mehr als genug zum Freischalten. So. Kommt das Signal aus dem Gullideckel? Was zur... Ah, lassen Sie mich in Ruhe. Wer bist du denn? Hä? Wow, eine Frau. Warum stalken Sie mich? Wie bitte? Moment, Sie sind nicht... Hier. Nein, ich heiße Yagami und bin Detektiv. Ein Detektiv? Ich verfolge in der Gegend Signale von Wanzen, um sie unschädlich zu machen. Wussten Sie, dass so ein Signal zu Ihnen führt? Was? Zu mir? Und eben sagten Sie, stalken. Sind Sie in Gefahr? Ja, seit gestern folgt mir dieser Typ, wo ich auch gehe, wie weit ich auch renne. Ich kann ihn nicht abschütteln. Ich dachte mir, in der Kanalisation findet er mich nicht. Verstehe. Naja, Sie wurden verwanzt. Sie müssen die Wanze irgendwo am Körper tragen. Vermutlich ist das der Grund, warum Sie den Stalker nicht abschütteln können. Was? Ich bin verwanzt? Aber wo? Ich habe ein Suchgerät dabei. Lassen Sie mich mal sehen. Oh ja, der böse Detektiv. Die Kette hier. Oh. Befindet sich etwas in Ihrer Tasche? In meiner Tasche? Vor allem, es war eher direkt auf dem Bauch- oder Brustbereich eher, ne? Plus mein Handy. Oh. Ah, na bitte. Ihr Handy wurde verwanzt, da bin ich sicher. Ich hatte ja keine Ahnung. Um die Wanze anzubringen, musste das Handy zerlegt werden. Haben Sie eine Idee, wann das passiert sein könnte? Nein, ich hatte Akku versagt und darum? Weiß das etwa der Angestellte im Handy-Reparaturladen ist es gewesen? Gut möglich. Ah, verdammt. Ich kann es nicht fassen. Wissen Sie was? Scheiß auf dieses Teil. Bitte nicht wegschmeißen. Verdammt, ich brauche die Wanze. Ah, ob das wirklich so klug war? So wild. Ich kaufe mir ein neues. Na super. Handys sind eine ziemliche Wasserverschmutzung. Ah, guck mal. Hm? Was macht der da? Ikari-chan, ich folge dir bis in die Tiefen des Meeres, wenn es sein muss. Oh, er ist ins Wasser gesprungen. Er dachte wohl, sie sind hineingefallen. Ich kann nicht schwimmen. Weg ist der widerrestliche Müll im Wasser. Heißt das, ich bin jetzt sicher? Ja, schätze schon. Doch falls Sie je wieder solchen Ärger haben, melden Sie sich bitte. Was? Das wird einfach so abgestempelt. Der Typ ertrinkt gerade. Das ist viel Scheiß. Ich kann Ihnen einen guten Anwalt empfehlen. Klar. Vielen Dank, Yagami-san. Boah, wir können immer noch das Schlagwort suchen mit dem Rauschen machen. Alter, Falter. Echt jetzt? Also langsam reicht's doch, oder? Stimmt, den Stalker gab's doch noch drüben in Kamurocho. Tja, dreimal rauschen in einer derselben Gegend. Fahren wir noch mit dem. Aber ich glaube, der Hauptfall wird dann doch erst in der nächsten Folge was, Freunde. Schade, schade, schade. Ja. Und dahin. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld eigentlich einstellen soll. Ich hoffe, dass da mal wirklich noch so eine Mission kommt hier. Wir müssen dies machen, wir müssen das machen. Oder kaufen. Die Richtung, okay. Ah, hier oben ist ein Geschäft. ここからだ.
Die Schüssel ist verwandt. Und ein mysteriöser Pilz. Bingo. Von der Rahmenschüssel geht ein Signal aus. Jemand hat wohl zum Mitnehmen bestellt und die Schüssel hier gelassen, damit ein Angestellter aus dem Rahmenladen sie einsammelt. Eine Wanze auf der Unterseite. Hm. Hat die einer aus dem Rahmenladen angebracht? Hm? Kann ich Ihnen helfen? Hi. Das können Sie in der Tat. Ich verstehe. Die Schüssel wurde verwanzt. Wie merkwürdig. Wer hat daraus gegessen? Der Präsident unserer Firma. Dann war er das Ziel. Aber warum sollte man einen Rahmenschlüssel verwanzen? Er ist so beschäftigt, dass er häufig beim Essen arbeitet. Für gewöhnlich hält er beim Essen Termine ab. Vielleicht spielt ihn also einer unserer Konkurrenten aus. Verstehe. Eine Rahmenschlüssel in einem Büro würde keinen Verdacht erwecken. Und da die Schüssel später alle wieder abgeholt werden, die Schüsseln, also Mehrzahl, genau, erledigen sich die Beweise von selbst. Oh, heißt das etwa, dass jemand aus dem Rahmenladen dahinter steckt? Könnte sein. Hier tritt der Detektiv ohne Gewissen sein Unwesen. Er steckt hinter den jüngsten Lauschangriffen. Vielleicht arbeitet er in dem Laden als Aushilfe oder so. Hm. Ich werde das Personal für eine Weile unauffällig beobachten. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei dieser Sache. Da bin ich mal gespannt. Oh, ist der das? Der Mitarbeiter, ja, das wird er sein. Er trägt keine Arbeitskleidung. Also macht er anschließend vermutlich Feierabend. Er ist in seinen 30ern, ungefähr 1,80 Meter groß. Die Beschreibung des Detektivs passt auf ihn. Schnappe ich ihn heute endlich? Ich sag nein. Falls er es ist, geht er vermutlich zurück zu seinem Versteck. Ich sollte ihn beschatten. Geh ruhig weiter. Mal gucken, ob er gleich nochmal um die Ecke geht. Okay, ist das hier nicht vom Polizeidings auf Parkplatz? Da ist er. Als ob die Haare nicht auffallen würden an der Ecke. Ach, geh du ruhig weiter. Brauchst du nicht umdrehen.
Entschuldigung, Freunde. Es ist echt verdächtig, wie oft der sich umguckt. Geld, oder? Was ist, ach, das ist eine Raucherecke? Eine Zigarettenpause. Hm, vielleicht geht er doch nicht zu seinem Versteck. Er scheint es nicht eilig zu haben. Ich sollte ihn mir vorknöpfen. Hallo. Hallo, Sie arbeiten im Rahmenladen, oder? Ich heiße Yagami und bin Detektiv. Oh, der Detektiv. Auf Sie habe ich gewartet. Endlich treffen wir uns. Bekomme ich jetzt die 100.000? Mhm. Sie haben gewartet? Hä? Wer verwechselt mich mit Detektiv ohne Gewissen? Sie wollten sich wohl hier treffen. Das heißt, es ist nicht der Rahmenbote. Ist er ein Komplize? Oder ein bezahlter Helfer? Aber als er endlich treffen wir uns sagte, er weiß also auch nicht, wie der Detektiv aussieht. Hallo. Hä? Jetzt passt es nicht. Die Bezahlung kommt später. Was? Wer sind dann Sie? Hä? Mist, das ging nach hinten los. Detektiv weiß Bescheid. Beobachtet er uns etwa gerade? Wow, was zur Hölle? Ach, zu solch niedrigen Mitteln greift ihr Detektiv also? Hm, was? Miese Typen! Und die machen wir noch platt, ey. Vor allem, was ist mit dem hier los, oder? Das war ein schönes Teil. Hi. Sie haben sich noch nicht mit ihm getroffen? Lügen Sie mich lieber nicht an. Mach ich nicht, Mann. Mach ich nicht. Ich schwöre, ich kenne den Typen nicht. Ich bekomme alle Aufträge per E-Mail. Aber E-Mail ist schon mal ein gutes Ding. Da könnten wir zurückverfolgen. Dieser Detektiv ohne Gewissen ist verdammt vorsichtig. Diesmal hätte es fast geklappt. Fast hätte ich ihn gesehen. Dann heißt es wohl wieder zurück zur Signalsuche. Alles auf Empfang. Aber heißt es jetzt hier? Nö. Nicht wirklich. Na dann, Freunde, wir sind mal wieder am Ende einer Folge angekommen. Yay! Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen oben da, empfehlt mich weiter, schreibt was in die Kommentare. Ansonsten sage ich nur ciao, ciao, bis dahin und der Hauptfall geht dann weiter.